So, guten Tag. Schon wieder ein neuer Tag. Ich habe jetzt hier ein fancy neues Armband, habe ich von AliExpress gekauft, damit ich nicht immer zur Kamera fassen muss, wenn ich ein Video starten oder stoppen will. Jetzt kann ich es einfach hier machen. Dann drücke ich hier drauf und dann hört es auf oder startet. Und ich kann auch zwischen den Modi wechseln. Ziemlich fancy, oder? Naja, ich war auf jeden Fall heute beim Baumarkt, weil hier auf dieser Packung von dieser 1K-Dichtmasse steht drauf, man soll in der untersten Lage bei Fugen so ein Dichtband einarbeiten. Dieses Dichtband sollte aber auch nochmal 30 Euro kosten. Und das hier hat ja auch schon 30 Euro gekostet. Also das wären dann 60 Euro gewesen. Und dann bin ich mal ein Stück weiter gelaufen und habe das hier gefunden. Isolieranstrich, Bitumenanstrich zur Abdichtung im erdberührten Bereich. Außen anwendbar. So, kostet 11 Euro. Finde ich top. Also 11 Euro gegen 60 Euro finde ich echt nice. Deswegen werde ich jetzt diesen Eimer nehmen und mir einen Pinsel schnappen. Und das auf das, was wir gestern grundiert haben, richtig schön fett einpinseln. Und wie ihr gerade gesehen habt, habe ich wieder auf den Kamera-Stop gedrückt. Aber das ist jetzt halt so ein Habit. Das ist drin. Alter Walter. Mal gucken, ob man das verrühren muss. Ich glaube aber nicht. Ich habe schon an Händen. Zum Glück habe ich Handschuhe an. Verarbeitung. Fest, tragfähig, grundiert. Gut, durchrühren. Gut. Da brauche ich wohl was zum Durchrühren. Also das Zeug ist auch wirklich genau für Bodenabdichtung. Ich habe es gerade nochmal gelesen. Also ich habe es ja eben im Baumarkt auch schon mal gelesen, aber jetzt habe ich es gerade nochmal gelesen. Und es ist genau für das, wofür ich es brauche. Also sogar besser als das andere, weil das andere ist eher so für Regennässe und so. Das hier ist wirklich für Erdreichnässe gedacht. Das Zeug sieht ein bisschen aus wie Musso-Schokolade. Ich will am liebsten reinbeißen. So, und los geht's. Das Zeug wird jetzt hier richtig in mehreren Lagen draufgebracht. Ich beginne jetzt mit der ersten. Da ist jetzt natürlich darauf zu achten, dass ich jetzt nicht neue Sachen hier abreiße von der Wand, die ich jetzt dann wieder hier mit einarbeite, sondern dass ich hier möglichst staubfrei und dreckfrei arbeite. Also sofern es geht natürlich. Aber das Zeug lässt sich gut in alle Ecken reindrücken. Also ich finde es jetzt erstmal ganz nice so vom ersten Look. Ich melde mich, wenn ich fertig bin. Also erster Anstrich ist drauf. Jetzt heißt es erstmal trocknen lassen. Und wenn er trocken ist, kann ich dann direkt den nächsten drauf machen. Sieht auf jeden Fall schon vielversprechend aus. Guten Tag, schon wieder ein paar Tage später. Und ich habe gestern hier, ohne zu filmen, wobei eine Stelle habe ich mit meinem Handy gefilmt, habe ich hier mit meinem Kumpel die Stelle gefunden, die so krass undicht ist. Und es ist zum Glück nicht neben dem Haus hier. Hätte ich alles aufbuddeln müssen mit dem Bagger wieder. Hätte ich gar keinen Bock gehabt. Das hier ist die Dusche vom Pool hier eben. Und das hier sitzt hier sowieso ein bisschen blöd. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir wollen das hier sowieso eher hier rübersetzen. Das heißt, ich kann einfach hier unten dann wieder eine Muffe einbauen und dann hier auf mein Aluverbundrohr gehen und mir das dann irgendwie hier so diagonal durchbohren, weil es hier oben drauf kommt ja sowieso alles weg. Also da ist mir echt ein Stein vom Herzen gefallen, als ich gesehen habe, dass es nur da ist. Und ansonsten wäre es halt wieder krass viel Arbeit gewesen, da hätte ich gar keinen Bock drauf gehabt. Ja, dann will ich euch einmal hier gerade zeigen, dass das wir hier gegossen haben. Das ist gut geworden. Hier sind ohne Ende Risse drin, obwohl ich es echt super viel gegossen habe. Passiert, ist aber auch nicht so tragisch. Hier kommt dann überall nochmal so ein Armierungsnetz drauf. Und jetzt habe ich hier gerade von einem Kumpel so ein Schleifgerät bekommen. Das hier, das will ich jetzt einmal ausprobieren. Und zwar steht hier überall auf dem Boden diese ganzen Fasern drauf. Und die muss ich runterkriegen. Und das will ich jetzt damit probieren. Zum Glück haben wir eine Absaugung. Hoffen wir, dass das auch alles damit funktioniert. Ich habe es jetzt hier eben schon mal grob probiert. Scheint ganz gut zu funktionieren. Das verklebt gar nicht so krass, wie ich dachte. Also ich meine, es hängt jetzt natürlich alles hier außen. Aber der fräst ja wirklich bis auf den Kleber runter. Das ist geil. Masse drauf und alles gut. Aber es funktioniert echt. Nicht schlecht. Gefällt mir. Danke an Niklas an dieser Stelle. Also diese Flex hier, da kann man hier oben die Seite wegschieben, das hier, und dann kann man bis an die Wand dran flexen. Das musst du natürlich machen, um es hier alles sauber zu machen. Taugt aber natürlich auch mehr. Wir haben natürlich das Glück, dass wir hier einen sehr starken Staubsauger haben, der das ganz gut kompensieren kann. Also ich habe hier jetzt gerade bestimmt eine Dreiviertelstunde lang den Boden geschliffen oder sagen wir 40 Minuten. Und ihr könnt zwar sehen, dass es hier relativ gut funktioniert, aber es ist auf jeden Fall Zeit in Anspruch nehmend. Ich habe jetzt hier, ich würde sagen, ungefähr 3 Quadratmeter eben in der Zeit gemacht. Hier im Flur sind nochmal 3 Quadratmeter und dann vielleicht noch in der Küche und eventuell das ganze Wohnzimmer. Da ist noch so dieser Kleber drauf von dem Teppich, aber ich glaube, den lasse ich drauf.
Und dann kann ich mal probieren, ob man einen Fliesenkleber im Wintergarten auch gut damit wegmachen kann. Weil das würde so viel erleichtern, wenn man es aber abschleifen könnte und dann fertig ist. Dann können wir nämlich schon in gar nicht mehr allzu langer Zeit Fußbodenheizung fräsen. Das wäre natürlich ziemlich geil. Diese Schleifscheibe hier, da hing überall so ein Teerzeug mit drin, weil ich die ja von einem Kumpel geliehen habe. Aber das hat sich jetzt immer weiter weggeschliffen, dieses Teerzeug. Und jetzt schleift es extrem gut. Also das war halt noch zugeklebt, aber jetzt, wo es langsam frei ist, läuft es gut. Mit der Absaugung hier geht auch extrem gut. Ist ja jetzt schon ein paar Tage her, dass ich hier diesen Boden weggemacht hatte, den alten. Und ich wollte euch das einfach nochmal als Erinnerung zeigen. Also es ist wirklich hier so ein Jutezeug. Und diese Fasern, die kleben halt wie Sau auf diesem Boden. Und die mache ich jetzt halt gerade weg. Jetzt muss ich nur noch hier ein bisschen den Teppich wegmachen. Und dann kann ich hier auch direkt den Boden schleifen. Es geht hier mit der Schippe echt am besten. Ich hatte ja hier in der Dusche zuletzt extra nochmal hier Beton gegossen, damit ich dann eine schöne plane Auflagefläche für die Duschwanne. Das ist ja jetzt mit diesem Gestell, was ich bestellt habe, hinfällig. Das wollen wir jetzt mal zusammen auspacken. Alter, ich würde mehr Verpackungsmaterial nehmen. Und zum Glück ist da ein Karton im Karton. Endlich wieder mehr Müll. Das Teil ist von der Firma MEPA. Ich habe das auch noch nie verbaut. Das wird auch mein erstes Mal sein hier damit. Montagerahmen SF Universal. Zwischen 70x70 und 1,20 x 1,20 m. Also perfekt für uns, weil unsere Duschwanne ist ja 80x80. Oh Mann. Plastik, fantastisch. Alter, ich das schon sehe. Wir verdienen auf jeden Fall gut Geld mit Plastik. Hier sind die ganzen Fußverlängerungen drin. Die werden wir aber wahrscheinlich gar nicht brauchen, weil wir das möglichst niedrigste haben wollen. Und hier sind die eigentlichen Füße drin. Und ich denke mal, das ist auch so ziemlich das Niedrigste, was man einstellen kann hier. Habe ich gelesen auch. Ja, wie das genau funktioniert, müssen wir jetzt auch erst noch mal schlau machen. Also das werden wir jetzt hier wahrscheinlich nicht heute aufbauen. Aber dadurch, dass ich ja jetzt hier zu viel gegossen habe und der Platz für die Wanne so groß sein muss, dass ich diese Füße hier stellen kann, muss ich alles, was ich hier in Beton gegossen habe, muss ich wieder wegstellen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier meine Wanne wieder anzeichnen und dann wieder schön mit der Flex hier flexen und das dann wieder wegstellen. Was ich mir jetzt aber rausgeholt habe, ist hier die Montageanleitung. So soll dieses Ding am Ende aussehen. Also es ist echt einfach nur so ein Gerüst, wo dann die Duschwanne eingeklipst wird, mehr oder weniger. Spitzer Bleistift. So, und das alles muss weg. Also hier kann ich mit der Flex lang schneiden. Das hier und das da hinten wird wahrscheinlich alles relativ simpel von alleine rauskommen. Ah, schön. Als ich jetzt eben angefangen habe zu flexen, habe ich aber vergessen, den Ventilator anzumachen. Gar nichts gebracht. Und ich dachte so, hey, warum bringt der Ventilator nichts? Ja, weil er nicht an ist. Ist jetzt natürlich nicht so toll, dass ich jetzt hier flexe, wo ich hier schon die Wand abgedichtet habe. Ist nicht so schlimm, weil ich kann es einfach wieder sauber machen hiermit. Mache ich da nochmal ordentlich, wenn ich fertig bin. Könnte sein, dass es jetzt sogar schon hier mit dem Stemmeisen einfach rausgeht alles. Wobei ich ja nicht bis unten hin geschnitten habe. Doch, geht. So lobe ich mir das. Guck mal hier, ohne Stemmmaschine, einfach schön Stemmeisen. Geil. Nur das, was ich hier frisch gegossen habe, das ist wahrscheinlich etwas stabiler. Dieser alte Boden hier, der ist recht bröselig, sieht man ja. Also an den anderen drei Seiten muss ich auf jeden Fall mit der Stemmmaschine dran. Das mache ich zum Rest auch noch. Wenn es hier was reinfällt, ist nicht schlimm, das ist nach unten noch komplett offen. Da habe ich extra nichts angeschlossen. Eine Sache mache ich jetzt noch, bevor ich Feierabend mache. Und zwar gehe ich jetzt her und habe mir die Grundierung wieder reingetan. Und mit der Grundierung laufe ich jetzt hier einmal rum und mache die ganzen Nischen, die ich zugemauert habe, grundiere ich schon mal, damit ich dann da demnächst schon mal spachteln kann. Das wird nochmal ein bisschen anders, weil wir ja da dann Gipsputz benutzen können und nicht hier diesen Kalkzementputz benutzen. Ansonsten, meine Nische da unten ist ziemlich gut geworden. Hier, da werde ich mir das Video angucken, wie man das macht und dann können wir da demnächst weitermachen. Jetzt dieses Wochenende kann ich leider nichts machen, weil ich jetzt am Morgen auf die Abenteuer Allradmesse fahre. In der Hoffnung, für unseren Jeep ein paar Sachen zu kaufen. Ein paar gute. Das heißt, wir sehen uns dann erst nächste Woche wieder. So, moin, ich bin zurück von der Abenteuer Allradmesse in Bad Kissingen. War richtig geil. Sogar einige Sachen gekauft, hat richtig Bock gemacht. Jeep-Ausbau wird nochmal eine eigene Videoreihe hier. Da bin ich aber noch leider gar nicht weit, weil dieses Projekt. Und ich habe hier gerade neulich diese Undichtigkeit gefunden. Und da möchte ich jetzt das hier einbauen. Da gehe ich jetzt hier von dem 18mm Kupfer auf das 20mm Aluverbundrohr, was hier rauskommt. Und das dichte ich jetzt hier schnell noch eben ein und dann können wir das schon da drüben drauf pressen. Weil aktuell ist da eben dieses Loch im Boden und ich habe immer Angst, dass jemand reinfällt. Deswegen mache ich das jetzt schon mal schnell und lasse dann einfach das Rohr rausgucken. Die ist besser, als dass da jemand reinfällt und sich wehtut. Das Ganze dichten wir ja auch wieder hier mit Hanf und Vermiet ein. Vermiet da drauf. Dann das einmal hier drauf verteilen. So, dass schön überall was ist. Dann wird das andere hier drauf geschraubt. Und das Ganze ziehe ich jetzt mit zwei Zangen einfach an.
Einlichten ist auch immer echt befriedigend und ist halt echt quasi für immer dicht. Das ist mega geil, das System. Tausendmal besser als Teflonband. Und ist auch jetzt nicht hart zu erlernen oder so. Also ist top, nutzt das. So, ist drin. Ist auch kein Hanf rausgequollen, also es ist wirklich dicht, es passt. Und das Ganze bauen wir jetzt einfach da unten ein. Also ihr seid jetzt wieder hier auf meinem Kopf, wie ihr sehen könnt. Und ich habe mir jetzt schon alles hingelegt, was ich brauche. Da unten ist der Übeltäter. Geh mal weg da, Babosi. Da unten ist der Übeltäter. Und ich dachte mir, bei dieser Gelegenheit kann ich euch auch mal zeigen, wie ein Rohrabschneider funktioniert. Diese Dusche hier, die ist da fest dran. Das heißt, die lassen wir auch da dran. Wir schneiden das jetzt einfach komplett hier aus. Ich mache hier mal ein bisschen Platz, dass wir hier den Radius von dem Rohrabschneider haben. Da setzt man den jetzt an und dreht den hier so zu. Okay, den haben wir noch lange nicht, den Radius vom Rohrabschneider. Egal, der arbeitet sich hier raus. So, jetzt habt ihr gesehen, jetzt sind wir schon eine Runde gegangen. Jetzt drehe ich sie ein bisschen fester. Wir gehen noch eine Runde. Das ist natürlich angenehmer, wenn es jetzt nicht im Sand liegt. So, jetzt drehe ich es noch ein bisschen fester. Wir drehen noch eine Runde, noch ein bisschen fester. Und jetzt habt ihr es gesehen, macht es zack und es ist ab. So, jetzt kann man es einfach wieder aufdrehen und fürs nächste Rohr ansetzen. Das hier brauchen wir jetzt nicht mehr. Die soll dann später woanders hin, die Dusche. So, wir haben hier jetzt dieses Rohr. Da wollen wir mal gucken, ob das hier drauf passt. Das ist doch ein 15er Rohr. Hätte ich mir den ganzen Scheiß gar nicht kaufen müssen. Ach, dumm. Hole ich ein passendes. Wir haben ja hier zum Glück noch welche. Dann nehmen wir einfach das hier. Da brauchen wir dann natürlich auch hier die andere Pressbacke, weil die 18er wäre zu groß. Deswegen habe ich jetzt die 15er geholt. Das hier passt hier drauf. Nicht. Das ist ein 15er. Was ist das dann für ein Kackrohr? Wie kann ein 18er viel zu groß sein? 15er zu klein. Das muss ja dann irgendwas sein, was nicht so ganz standardmäßig ist. Oder halt irgendwas, was früher einfach Standard war. Also hier, dass ihr nochmal den Vergleich habt. Das hier ist 18 mm. 18 mm. Das hier sind 15 mm. Das hier hat unfassbar viel Spiel und das hier passt aber überhaupt nicht drauf. Schrott. Da muss ich erstmal weiter gucken. Also ihr seht, auch so eine Kleinigkeit braucht immer Vorbereitung und nervt. Ich muss jetzt leider Feierabend machen, aber ich messe jetzt hier gerade nochmal und es ist tatsächlich 16 mm oder so 16 oder vielleicht sogar 17. Eher 17 mm Rohr. Kein Wunder, dass das hier nicht passt. Schrott, naja. Da wir jetzt hier 10 Sachen gleichzeitig machen, eigentlich wie immer, und zwar einmal Dusche einbauen, die Dinger hier dicht machen, das habe ich hier übrigens gerade freigemacht, schon mal wieder, und drüben das. Deswegen möchte ich alles möglichst weit bringen, dass wenn ich jetzt zum Baumarkt fahre, dass ich dann auch wirklich alles kaufen kann, was ich brauche. Deswegen habe ich jetzt hier nochmal geguckt, also hier wurde ja gesagt, hier soll Isolierung drauf, werde ich machen. Vor allem wegen Schwitzwasser hier, das sieht schon mal gut aus. Dann mache ich hier halt auch den Anschluss von dem Klo neu, ohne diesen Panzerschlauch drüben, den habe ich schon raus. Und dann geht's weiter. Dann werden wir auch schon wieder am Ende von diesem Video. Also es ist echt immer übel. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wo Ende und Anfang ist. Also es ist wirklich ganz, ganz schrecklich. Weil ich einfach die ganze Zeit weiterfilme und weiterfilme. Und eigentlich muss ich jeden Tag ein Intro und ein Outro drehen, damit ich die Videos einfach irgendwo stoppen kann. Weil manchmal sitze ich vor diesen Videos und schneiden und denke so, Alter, es ist schon wieder eine halbe Stunde lang, was ist passiert? Wann ist das passiert? Naja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video guckt. Und wenn ihr irgendwelche Tipps für mich habt, was ich anders machen soll oder wie ihr es machen würdet, schreibt die gerne in die Kommentare. Und schönen Abend euch, schönen Tag, bis dann.